Anomalie 4, Bex. Das musst du dir unbedingt anhören. Zwei Stimmen. Definitiv Izu. Ich glaube, eine von ihnen ist Alethea. Die aus dem Stab? Ja, aber ich glaube nicht, dass sie aktuell sind. Es klingt freimütig, authentisch. Ich versuch's weiter.
Was hast du getan? Der arme Junge brach so plötzlich zusammen. Gefällt von kaum einem Hauch einer Mistelbeere. Und sein Vater stand über ihn und schluchzte. Leichtsinnig, töricht. Wurdest du gesehen? Wissen sie, dass du es warst? Hier ist Sean. Ich bin die Videos durchgegangen, die du gefunden hast. Das ist eine echte Goldmine. Ich hoffe, das ist dir klar. Fühlt sich so an. Das ist definitiv der sauberste Strom von Rohdaten, den wir je aus der ISO-Zeit gesehen haben. Die Frage ist nur, wer spielt sie dir zu? Ich hab sie. Schicke sie los. Was hast du zu mir gesagt? Niemand hat es je gewagt, bis ganz hier hochzukommen. Was passiert jetzt? Wir kämpfen. Du bist erledigt. Halt! Ich weige mich! Ich werde niemanden mehr herausfordern! Das will ich doch hoffen. Wieder? Ich dachte, ich hätte dir das Maul gestopft. Oh, du schon wieder. Schinde keine Zeit. Deine Zeit ist um. Ja, genug. Ich kann nicht mehr. Ich werde niemanden mehr behelligen. Hört einfach nicht auf. Du kleiner Scheißer, wie oft muss ich dich noch zu Brei schlagen? Oh, versuch es doch! Genug jetzt! Ich gebe auf! Ich gebe auf! Du kämpfst besser als ich. Vergiss das nicht. Ich bin es leid, dich zu besiegen. Es ist auch nicht schön, besiegt zu werden. Der Hügel gehört dir. Du hast gewonnen.
Schleif weg! Was soll denn der ganze Lärm? Es tut mir leid. In einem Moment der Schwäche zweifelte ich am Herrn. Ich bin so weit gekrochen, doch ich werde es wohl nie bis zum Clayhügel schaffen. Was willst du dort? Vor langer Zeit ließ die heilige Mildbuch auf wundersame Weise eine Quelle aus diesem Hügel entspringen. Ein Besuch dort heilt jedes Leiden. Und außerdem ist sie auch die Quelle dieses kleinen Wasserfalls hier. Was? Bringst du mich wirklich zur Clayhügelquelle? Oh, danke, Fremder! Welch ein freudiger Tag! Ich hoffe inständig, dass ich nicht zu schwer bin. Doch du scheinst robust gebaut zu sein. Auf zur Wunderquelle der heiligen Mildbuch! Die heilige Quelle! Na endlich! Ach, allein schon die frische Luft, die über ihre wogenden Wellen weht, wird Wunder wirken. Danke. Ich hoffe, sie hilft dir. Meiner Geburt. Stimmt etwas nicht? Ich bin blind, du Tölpel. Ich hatte deine Blindheit einfach nicht bemerkt. Mach die Augen auf. Das sieht doch jeder. Mein Leben ist scheiße. Die Quelle von Clayhill werde ich nie finden. Warum suchst du diese Quelle? Weißt du denn gar nichts? Ihr Zauberwasser heilt die Menschen. Man muss sie nur finden. Aber ich werde es nie schaffen. Es sei denn, du führst mich hin. Natürlich. Geh lautstark voran und ich werde dir folgen. Führe mich zur Clayhügelquelle. Dann kehrt mein Augenlicht zurück und ich sehe wieder Vögel und Bäume, Blumen und Wolken. Aber auch Krieg und Elend. Oh, danke, dass du auf meine Träume pisst. Tu mir bitte einen Gefallen und stopf dir was in dein freches Schandmaul. Mann. Was? Wer hat das gesagt? Ich bin hier, direkt vor dir. Soll das ein Witz sein? Ich bin blind. Ah, ja, das tut mir leid. Das war mir nicht bewusst. Hier trifft man nichts als Dorftrottel. Warum sprichst du von da unten? Steh auf und begrüße mich, wie es sich gehört. Ach, ich habe schlimme Beine. Ich kann nicht stehen. Dann bist du nur ein Häufchen Elend auf dem Boden. Das war wohl keine gute Idee. Dann lasse ich euch beide mal streiten. Auf Nimmerwiedersehen! Offenbar ist dieser piesende Bach völlig nutzlos. Ich bin blind wie ein toter Hund und niemand weist mir den Weg. Ich habe niemanden, der mich stützt. Oh, oh, manchmal verliere ich fast den Glauben. Moment. Was? Ich brauche jemanden, der mich führt und du kannst sehen. Und ich brauche jemanden, der mich trägt. Zusammen können wir alles schaffen. Oh, dem Himmel sei Dank. Das verdanken wir diesen Nomaden. Danke, Fremder.
Die Nornier weben ein unergründliches Muster. Heißer als Feuer brennt unter Bösen die Freundschaft 5 Tage lang. Doch am 6. ist sie zu Asche zerfallen und alle Liebe erloschen. Seite versperrt sein. Seite. Endlich! Es war so langweilig hier drin. Wer ist diese Frau, die dich eingesperrt hat? Sie ist ein alter Drache. Sie will mich zu Eintopf verarbeiten. Danke, dass du mich hier rausgeholt hast. Ich wusste... So glaube ich, haben die Nephilim heilige Steine niedergelegt, um die Gaben Gottes vor anderen Riesen zu bewahren. Die, die da waren, ängstigten sich vor den Dämonen und Gott beschützte die Frommen und schickte die Riesen fort.
seltsame Kraft. Oder du wirst... Sprich! Was bist du? Ich starb eines furchtbaren Todes. Wölfe oder so. Niemand gab mir die Sterbesakramente. Ich stecke im Fegefeuer. Hab ein Herz, Reisender. Und gib mir etwas, das hilft, mich zu befreien. Und was wäre das? Eine kleine... Opfergabe, die dem netten Kerl hilft, ins Land der Toten zu reisen.
Ich lasse mich nicht hinters Licht führen. Bedränge die Toten nicht. 50 Silberstücke wären genug, um mir Frieden zu bringen. Wie wär's, wenn ich dich stattdessen töte? Dann 12 Silberstücke? Du kommst deinem Ende immer näher. Oder ein Kohlkopf? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, Reisender. Du musst wissen, die Toten haben nicht Reisender. Willst du den hin? Komm zurück! Die Stimme des Toten. Du bist viel lebendiger, als ich erwartet hätte. Jetzt bist du wirklich tot. Sprich so viel du willst. Hier zu sein, Krieger. Du wirst sehen, was Sterbliche selten zu Gesicht bekommen. Habe ich das Himmelsreich betreten? Ota schlägt Steine, so weit das Auge reicht. Ich bin Ota Slugason. Ich gehe denen wie dir normalerweise aus dem Weg. Aber du scheinst freundlich zu sein. Ich schwöre, ich habe gesehen, wie ein Engel deinen letzten Stein verschluckt hat, Ota. Ja, nichts ist schöner als der Knall eines sauberen Steinschlags. Wie eine Kriegeraxt, die auf eine Schildmauer trifft. So einen Steinschlag würde ich gerne mal sehen. Gut, hier kommt eine Kostprobe. Macht euch bereit. Ich bin beeindruckt, Ota Slugason. Manche versuchen dasselbe mit ihrem Bogen. Aber eins sage ich dir, meine Bestzeit ist schwer zu schlagen. Ich möchte den Kindern ihren Helden nicht nehmen, indem ich dich bezwinge. Dieser Wikinger gefällt mir. Kinder, versammelt euch! Sicher, dass du mich herausfordern willst? Gut, Ota. Ich werde diesen Kindern zeigen, was eine wahre Legende ist. Sehr gut. Das fasse ich ja nicht. Du schlägst der armen Puppe das Stroh aus dem Bauch. Gut getroffen. Das fasse ich ja nicht. Du schlägst der armen Puppe das Stroh aus dem Bauch. Sieh mal an, das hat ja ordentlich geknallt. In dir steckt mehr, als ich dachte. Der Däne hat ganz schön Wumms. Zwei Legenden vereint. Ruf die Dichter herbei. Danke, Ota Slugason. Dieses Spiel macht Spaß. Wenn es noch Met und Hafernüsse dazu gäbe, könnte man sich damit gut die Zeit vertreiben. Das stimmt, Eivor vom Rabenclan. Komm jederzeit wieder, wenn du nochmal tanzen willst. Was denn da für ein Welpe? Du hältst keinem Kampf stand, oder? Du wärst überrascht. Was willst du von mir? Ich tät gern mit Worten, was meine Fäuste aus Anstand nicht dürfen. Was? Ich will mit dir Spott streiten.
Ein Duell? Sehr gerne. Hier mein Einsatz. Nun sprich, dann sehen wir, ob du fähig oder nur eingebildet bist. Alle fürchten mich. Nordmann wie Däne wie Sachse. Aber passt du nicht auf, versohl ich dir die Haxe. Stärker als ich dachte. Denkst du, das macht mir Angst? Ich bin stärker als du. Willst dich messen mit mir? Ich zermalm dich im Nu. Du wagst es. Lass uns aufhören zu dichten und prügeln wir uns. Dann schmeckst du nun sogleich alles Blut deines Munds. Du hältst deine Worte für hart, was? Und was ist mit deinen Fäusten? Ich hätte dann gern meinen Gewinn. Hol ihn dir! Das reicht! Du hast dich bewiesen. Bin wahrlich überrascht. Ein fähiger Verstand und ein fähiger Körper. Nimm, was dir zusteht. Danke, das werde ich. Paula? Hallo, Fremder. Was ist das für ein Ort? Gefällt es dir? Meine Frau und ich haben es aus uralten Steinen gebaut. Es ist das Haus der Träume und Erinnerungen, gebaut aus Sommerfäden und sanften Brisen. Es ist wunderschön. Paula und ich sind weit gereist. Was haben wir alles gesehen und getan? Und mit weit meine ich ferne Lande jenseits deiner Vorstellungskraft. Jeder Stein dieses Schlosses ist ein Andenken an unsere Abenteuer. Deine Reisen haben dir Weisheit gebracht. Ja, und hier ist sie. Es ist gut, sich auf morgen vorzubereiten. Aber vergiss nie das Heute. Heute, diese Stunde, dieser Augenblick ist ein kostbares Geschenk. Paula und ich werden aus dem Fenster über das grüne Englerland blicken und in Erinnerungen an unsere Reisen schwelgen. Vom Fenster aus können wir die Abenteuer neu erleben. Da ist sie schon. Ich muss zu ihr. Ich danke dir für deine Worte, mein Freund. Hast du was verloren? Ich habe die Familienbrosche für meine Nichte poliert. Ich habe sie nur einen Moment abgelegt und weg war sie. Eines der Schafe muss sie gefressen haben. Ein sehr hungriges Schaf. Sie gehörte meiner Großmutter, die sie von einem sehr reichen Verehrer hatte. Wie bekomme ich sie zurück, ohne meinen lieben Schafen weh zu tun? Meine Brosche! Oh nein! Grundgütiger, ich werde sie nie wiedersehen! Eine Brosche.
Sie sah bestimmt schon mal besser aus. Halt! Hast du den Verstand verloren? Alle meine Lieblinge! Dumm! Hier ist deine Brosche. Der Geruch haut ja ein Pferd um. Nimm sie einfach. Musstest du Wölkchen töten? Sie hatte so beseelte braune Augen. Du wolltest die Brosche, du hast sie. Deine Nichte wird dir dankbar sein. Alle meine Lieblinge! Du Monster!